Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und hier, verstehen Sie mich überhaupt? Das ist immer so anmaßend. Man kommt als Deutscher in die Schweiz und erwartet, dass alle einen verstehen. Wenn ihr zu uns kommt, wir verstehen nichts. Null. Ich werde das in Hochdeutsch machen und bitte um Verständnis. Also ich bin wirklich dankbar und freue mich sehr, dass ich hier bei euch arbeiten darf. Und ich fahre auch wieder heim. Ich möchte ein guter Deutscher für euch sein. Ich werde die Gage noch in Arosa versaufen und dann fahre ich heim. Nein, es ist. Man darf sich da nicht täuschen. Das sind kulturelle, politische Unterschiede und wir kriegen das hin. Geschichtliche Unterschiede. Wir hatten die Nazis, ihr habt das Gold. Es ist. Wir machen uns das schön. Ich werde einen germanisch-depressiven Jahresrückblick spielen. Glockenspiel gestützt, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, fertig. Beginn im Frühling, Jazz. Frühling! Der Berg ruft! Mich nicht. Ich gucke aus dem Fenster und sehe die Zukunft. Bald raucht keiner mehr. Und alle haben Fahrradhelme. Tolle neue Welt. Meine Nachbarin klingelt Sturm und fragt hektisch, ob ich hier ein Kondom leihen könne. Wie jetzt? Kondom. Leihen. Kriege ich das wieder zurück? Erkenntnis. Meine Eltern sollen es einmal besser haben als ich. Sommer. Die Krise erreicht die Sprache. An einem Gasthof nahe Rheinfelden lese ich den Satz: Iss bei mir, sonst verhungern wir beide. Ich habe ein schönes Krisenprojekt, sollte jeder mal machen, habe ich im Sommer gemacht. Das Projekt geht so: Mit 1000 Euro an den Schalter der UBS gehen, das Geld in Schweizer Franken wechseln. Bank verlassen, Bank erneut betreten, das Geld wieder in Euro wechseln. Rausgehen, wieder reingehen, das Geld wieder in Schweizer Franken wechseln. Und so lange weitermachen, bis das ganze Geld weg ist. Das ist erstaunlich, wie schnell das geht. Herbst, der Aargau unter den Jahreszeiten. Wie es mir geht. An meiner Stammbeiz steht geschrieben, heute wegen gestern geschlossen. Und dann sind auch noch Bundestagswahlen. Um den Schweizern eine Freude zu machen, wählen wir Peer Steinbrück nicht. Diese Animositäten, das möchte ich auch mal klären, dieses ganze Kavallerie und Gedöns, das ist ein Missverständnis. Liebe Schweizer, ein für alle Mal, die Indianer, das waren die Guten. Winter. Warum werden Intellektuelle im Fernsehen eigentlich immer vor ihrem Bücherregal interviewt? Die sind immer vor dem Bücherregal, immer. Nie in der Küche. Komm jetzt, Humorfestival, bisschen Heiterkeit, Reime. Witze, Gelassenheit im Scheitern. Skiurlaub, Liebe, es steht im Schnee. Ihr Initial, geschrieben mit dem Genital, mit dem er sich im Bett ihr gern genähert hätt. Wird auch wieder Frühling. Komm, hör auf, stipp ab im Fall, es wird auch wieder Frühling. Ich sollte mehr joggen gehen.
viel mehr joggen gehen. Wer jeden Tag eine Stunde läuft, lebt 2 Jahre länger, verbringt aber 4 Jahre mit Laufen.